Hey Leute, schön, dass ihr da seid. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr am Handy einen privaten DNS einrichten könnt und den Modus auf privat vom DNS-Server stellen könnt. Dazu müsst ihr erstmal in die Einstellungen reingehen. Dann geht ihr hier oben auf Netzwerk und Internet, hier unten auf Erweitert. Und jetzt habt ihr hier privates DNS aus. Das könnt ihr einmal automatisch aktivieren, dass es sich automatisch in diesen Modus einwählt. Oder aber ihr habt auch die Möglichkeit, einen Hostnamen eines privaten DNS-Anbieters auszuwählen und den dann zu nehmen. Ich habe euch unter dem Video mal einige Möglichkeiten verlinkt, die ihr mal ausprobieren könnt. Wie gesagt, man kann es automatisch machen oder eben so über einen ausgewählten. Und am Ende speichert ihr das Ganze nur und dann ist der Modus entsprechend aktiviert und eingestellt. Ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaverick.